Ja, wie ihr wisst, wollen wir jetzt jede Woche über die Themen, die auch in der Predigt von der Woche davor dran waren, nochmal sprechen und nochmal aufgreifen, was da so dran kam und auch eure Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen heute habt, schickt ihr uns einfach entweder in die WhatsApp-Gruppe oder an info@ehle-dresden.de. Und wir wollen jetzt nochmal über das Thema Konflikte sprechen. Und als erste Frage steigen wir mal ein mit: Sollte ich Konflikte, die schon länger in der Vergangenheit zurückliegen, nachträglich klären? Eine gute Frage. Naja, Schön. wenn das so weit zurückliegt, dass es dich nicht mehr bewegt oder dass es bei dir nichts mehr auslöst, gibt es auch keinen Grund, da irgendwas wieder aufzurühren. Ich finde, das ist eine Frage, ist das jetzt ein kalter oder ein heißer Konflikt? Ja, es gibt ja Sachen, die bis heute mir ein Problem machen und mich aufbringen und da muss man drüber reden. Ich sage, das ist aber durch. Ich weiß es nicht. Das ist ja wie die Geschichte von dem Schaf, was dann das Gras, was drüber gewachsen ist, wieder auffrisst. Und dann brechen vielleicht alte Sachen wieder auf, die man schon längst unter die Füße bekommen hat. Oder wo man sich schon Vergebung geholt hat. Meint ihr, also vielleicht gibt es ja Leute, die so ein inneres Drängen haben oder so, dass ich denke, na, als guter Christ sollte ich ja das jetzt vielleicht klären, aber es ist halt doch schon weit in der Vergangenheit. Was würdet ihr dazu sagen? Ist das noch notwendig oder? Das ist ein sensibles Thema, weil da kann man ja auch viel Porzellan kaputt machen, wie wir vorhin mit dem Gras gesagt haben. Es kommt sicher aufs Thema an und vielleicht manchmal auch auf das Fingerspitzengefühl. Was macht das mit dem anderen, wenn ich ihm das jetzt sage oder ihn wieder in diese Situation bringe? Also das wäre vielleicht auch schon eine Form von christlicher Nächstenliebe, dass man sagt, also ich mache das vielleicht lieber dann mit Gott aus und kläre das, je nachdem, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Und ich denke, da kommt das Fingerspitzengefühl gefragt, dass ich sage, was macht das mit dem anderen jetzt, diese Wahrheit oder das eben nochmal hochzukochen oder nochmal neu auf den Tisch zu bringen. Ich finde, das ist auch eine Frage, was ist das für ein Konflikt gewesen? Hat jemand sich mir gegenüber schlecht verhalten? Hat er mir gegenüber gesündigt? Dann denke ich, ist das wichtig, dass man schon nochmal drüber redet. Das ist aber eine Frage, habe ich ein Problem mit jemandem, weil er so ist, wie er ist? Vor einigen Jahren kam mal jemand zu mir und entschuldigte sich nach einem Gottesdienst dafür, dass er mich jahrelang förmlich gehasst hat für meine Art zu predigen und so wie ich bin. Ganz ehrlich, hätte er sich schenken sollen. Weil am Ende hat der seinen Konflikt, den er mit mir hatte, ohne dass ich das wusste, zwar losgekriegt, aber ich stand dann da und durfte drüber nachdenken, ja, da gibt es Leute, die hassen dich jahrelang. Habe ich noch nie gewusst. Oder so kam das vielleicht bei dir an. Also es Ja. muss ja nicht mal Hass gewesen sein, Ja. aber das würde für mich wieder zeigen, was daraus dann werden kann. Oder wie eine Sache sich dann noch weiterentwickeln kann. Und vielleicht kommt am Ende viel mehr Depression und Schaden raus als das beruhigte fromme Gewissen. Ja, das ist die Frage, will nicht, wenn ich jetzt was Altes klären muss, mache ich das, um jetzt mein Gewissen zu beruhigen, damit es mir gut geht, oder geht es mir darum, den anderen freizusetzen? Ich glaube, da geht es zuallererst darum, zu überlegen, hilft das dem anderen jetzt? Ja. Also mir ist es jetzt auch schon letztens mal widerfahren, dass ich in einer Sache, in einer Beziehung zu einer Person was ausgelöst habe, was sie verletzt hat. Und ich wusste davon gar nicht wirklich aktiv. Und lange Zeit später, also mir war so im Grundriss klar, dass da irgendwas im Argen liegt, aber ich wusste jetzt nicht, wie tief diese Verletzung ist. Lange Zeit später kam sie dann auf mich zu und meinte, dass sie das damals sehr verletzt hat und dass sie es sich gewünscht hätte, dass ich da irgendwie mehr Verantwortung gezeigt hätte oder mehr mein Mann gestanden hätte in dieser Situation. Wobei ich aber eigentlich gar nicht mal wusste, dass sie jetzt so wirklich ein großes Problem hat. Und im Endeffekt hat sie es dann aber lange Zeit später mir nochmal gesagt.
weil sie hoffte, dass ich ja dadurch dann wachsen kann. Ist so ein, so ein viel zu spät nachgereichtes, ich hätte mir gewünscht, dass du mehr Verantwortung übernimmst, wirklich wachstumsfördernd oder ist es eigentlich nur ein Tritt hinterher? Ich halte es für schlichtes Nachtreten. Ich halte es für schlichtes Nachtreten. Also es ist ja, wir kriegen das ja hin, so mit frommen Worten immer nochmal unsere verletzte Seele ihr nochmal eine Befriedigung zu verschaffen. Das würde ich unter den Bereich. Ich glaube, die Liliane hat das letzten Sonntag ganz klar gemacht. Reden und zwar so bald wie möglich. Ja. Wenn ich das verpasst habe und der Konflikt ist eigentlich schon durch, würde ich sagen, komm, mach das mit Gott aus, mach das mit dir selber aus, mit einem Seelsorger, mit einem Psychologen, aber lass die armen Kerle in Ruhe, die gar nicht mehr wissen, dass du eigentlich mal ein Problem hattest. Sag's gleich oder halt einen Mund. Das könnte ja auch eine Form von einem Hochmut sein, um mal so ein altes Wort zu bringen. Ich erzählte mir jetzt nochmal eine Lektion, oder dass er wachsen kann. Also mich würde das sehr, sehr stören. Also, ja, und das ist wieder der Punkt Sensibilität. Was macht das mit dem anderen? Ja. Helfe ich ihm jetzt wirklich? Ist es eine Situation, wo er wirklich einen Benefit draus ziehen kann? Oder ist es einfach nur aus einem wohlwollenden Empfinden mit einem gewissen Twist dahinter? Also ich würde sogar unterstellen, dass es vielleicht wohlwollend gemeint sein kann, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es jetzt nicht unbedingt immer einen Lerneffekt für den anderen bringt, sondern eher so, wie sich so anfühlt, als würde die Person nochmal eine kleine Revanche kriegen, selbst wenn sie es ganz lieb sagt und ausdrückt. Ich glaube, wir haben noch mehr Fragen, ne? Genau, wir machen nochmal weiter mit der nächsten Frage. Welche Konflikte müssen denn überhaupt geklärt werden? Das haben wir kurz angerissen. Da hast du gesagt, es kommt drauf an, ob das jetzt irgendwie was ist, was einen noch lange bewegt oder auch nicht. Gibt es da noch andere Kriterien, die man ansetzen kann? Ja, ich glaube, die Konflikte, die zu deren Lösung ich beitragen kann. Und ich kann die Konflikte lösen, wo ich ganz klar etwas tun kann, um den Konflikt zu beenden oder einen Beitrag dazu zu leisten. Wenn ich hingehe und sage, wir haben einen Konflikt, weil du ein blöder Hund bist, ist das ein Schuss in den Ofen. Das ist unter einem Deckmäntelchen von ich will was tun, letzten Endes eine Eskalierung des Konflikts und nie eine Lösung des Konflikts. Also ich kann Konflikte können wir lösen, wo ich was beitragen kann, wo ich hingehen kann und sagen, sorry, tut mir leid, ich habe den und den Fehler gemacht, das war von mir nie in Ordnung. Wenn ich keine Idee für so einen Satz habe, brauche ich gar nicht erst anfangen. Und ich glaube auch nochmal zu unterscheiden, auch zwischen heißen und kalten Konflikten. Wenn es in der Familie einen uralten Konflikt gibt, wo die Hälfte schon tot ist, wird es wenig Sinn haben zu sagen, ich will das jetzt noch lösen. Weil ein Konflikt lösen bedeutet Versöhnung. Wenn ich nie bereit bin, mich zu versöhnen, das heißt auch selber einen Schritt zurückzugehen, brauche ich gar nicht erst losgehen. Alles andere ist Eskalation. Also ich weiß nicht, was du meinst, aber muss man jeden Konflikt oder kann man jeden Konflikt lösen? Ja, das ist wieder, ich bin ja das Sensibelchen, ne? Das ist wieder wirklich auch eine sensible Geschichte. Was bringt das am Ende? Also wühlt das wieder mehr auf? Schafft das noch mehr durcheinander? Kommt die Familie dann nochmal neu in eine neue Krisensituation dadurch? Oder ist es einfach nicht Deckel zu, aber ist einfach da Frieden drüber? Und was sind die Konsequenzen aus dieser Neueröffnung eines Konflikts? Das würde ich mich immer fragen. Und wir sind ja Christen und da ist ja immer noch Gott mit uns und da kannst du auch Jesus mit ins Boot holen und sagen, also Jesus, ich bespreche das mal mit dir und wenn du darfst, dann auch
Freiheit drüber kriegst und Frieden oder dein Herz wummert da nicht mehr, wenn du dran denkst, dann geht das in die richtige Richtung. Also ich denke auch, egal welche Frage wir haben, also wir diese Sensibilität mit, ich bin das Sensibelchen, diese Sensibilität mit Jesus auch unterwegs zu sein und das da auch zu bereden. Mir ist es letztens widerfahren, dass ich mit jemandem einen Konflikt hatte, weil die Person Sachen gesagt hat, die mich verletzt haben, aber ich habe es ihr nie gesagt. Und irgendwann habe ich so den Drang gespürt, das aufzuräumen, einfach weil ich es dann loslassen kann. Also der Person nochmal zu sagen, hey, das hat mich verletzt, aber ich vergeb's dir. Also gar nicht erst einfordern, du musst jetzt auch noch Buße tun von mir oder so, sondern ich bin dann entgegenkommend in die Situation gegangen, habe gesagt, hey, das hat mich verletzt, aber ich habe das auch für mich schon bearbeitet, es ist okay heute und ich vergeb's dir. Und es war genial, wie die Person dann reagiert hat, weil sie gesagt hat, hey, es tut mir leid, dass ich nicht das gemacht habe, was für dich richtig gewesen wäre. Und es war im Endeffekt sehr versöhnlich und ich glaube, soweit es an uns liegt, können wir Konflikte auch einseitig lösen, indem wir dann eben vergeben, soweit es an uns liegt, soweit wir das können. Und wenn nicht, dann ist eben die Frage, wie man damit umgehen kann, wenn man gegenüber den Konflikt nicht klären will. Das sitzt mir ganz schön in der Patsche. Das ist bitter. Tja, was sagt man? Das Gegenüber, es gehören ja immer zwei dazu. Und wenn einer nicht will, dann kann man das Angebot stellen. Aber ich bin ja auch dann schlussendlich nicht verantwortlich für seine Reaktion. Und wenn ich das Thema abschließen will mit ihm oder ins Gespräch bringen will und der Gegenüber reagiert nicht, dann ist von meiner Seite mein Standpunkt erstmal klar und der Ball, wie man immer so schön sagt, liegt bei dem anderen. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und deine Bereitschaft, aber die nicht in Anspruch genommen wurde, aber du hast dich verändert. Die Situation hat was mit dir gemacht. Und ich denke, das ist der Punkt. Ja. In einem Konflikt sind ja immer zwei beteiligt. Und Konflikt bedeutet, da kämpfen zwei miteinander. Der Königsweg ist, dass man Frieden schließt und dass man sich die Hand gibt. Wenn das nicht möglich ist, weil der andere nie will, hab ich aber immer noch eine Option, nämlich ich kann einfach weggehen. Ich kann einfach aus dem weggehen. Konflikt raus, ja. Ich gehe aus dem Konflikt raus. Weil unsere Vorstellung von Konfliktlösen ist ja doch meistens so, dass man sagt, irgendwie gewinne ich dabei auch ein bisschen oder überhaupt. Also, dass die Lösung Gefahr läuft, letzten Endes eine Verstärkung oder Verlängerung des Konflikts zu sein. Aber ich kann nicht für den anderen, wenn ich sage, wir haben jetzt wirklich ein Problem miteinander und der sieht das nicht ein oder will dabei bleiben, kann ich ihn nicht zwingen. So. Aber auf der anderen Seite, ich kann meine Seele retten, ich kann mein Innerstes, meine Psyche retten, indem ich einfach weggehe. Es ist ideal, wenn man so eine Firma arbeitet und man wird vielleicht gemobbt oder hat Schwierigkeiten mit einem Kollegen. Und es ist ideal, wenn da jemand kommt, der hilft, der vermittelt. Und vielleicht ist das, oder sicher ist das auch ein wichtiger Tipp zu sagen, wenn ich es nicht schaffe, allein einen Konflikt zu lösen, mir jemanden dazu zu nehmen oder jemanden, einen Vermittler oder so. Aber ich habe immer noch die Möglichkeit zu kündigen und mir einen anderen Job zu suchen. Das ist zwar nie angenehm, aber letzten Endes, ich rette mich. Ich gehe aus dem Konflikt einfach raus. Ne? Es ist, wenn man in der Familie, wenn man sagt, man hat zweierlei politische Einstellungen, das ist ein Ehepaar, und was weiß ich, die Frau liebt die AfD und der Mann die PDS. Jetzt kann man jedes Mal drüber reden. Ne? Oder jeder hofft, dass er den anderen überzeugt. Man kann aber auch einfach sagen, okay, um des Friedens willen, weil wir lieben immer noch das gleiche Essen und fahren auch gern in dieselbe Gegend in Urlaub und wir lieben auch unsere Kinder. Um des Friedens willen reden wir bei uns zu Hause nicht mehr über Politik, sondern wir reden über die Dinge, die uns verbinden und nicht die uns trennen.
auch eine Option. Ja, das ist jetzt dieses Bild mit den zwei unterschiedlichen Kreisen. Also wo sind die Überlappungsbereiche dort rein investieren? Und ich glaube, dass mancher Konflikt ist es auch nicht wert, zum Konflikt zu werden. Da braucht man auch wieder eine gewisse Klugheit. Und es muss nicht auch jeder Satz oder jede Wahrheit, die ich als Wahrheit empfinde, muss ich auch nicht verteidigen, weil das ist mein privater Bereich oder das ist mein Tanzbereich, wie es so schön heißt, und der andere hat seinen. Aber wir haben Überschneidungen, wo wir uns treffen, wo wir uns wie Andrea sagt, miteinander wo Kommunikation stattfinden kann, die nicht verletzt, die nicht den anderen runterzieht, sondern wir leben nun mal in einer Welt von unterschiedlichen Meinungen und wir werden nie alle auf einen Nenner bringen und damit müssen wir leben. Und dann wieder das Thema, ich bin ja letztendlich dann auch mit Jesus unterwegs und ihm verantwortlich und letztendlich auch nicht dem anderen. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Rettung. Ja, aber ich komme aus einer Sache nicht raus. Die Rettung ist, Jesus zu bitten, mich zu retten und mir zu helfen. Mhm. Wenn der andere mir nicht die Hand reicht, ich die Chance habe, dann nicht rauszukommen, dann lasse ich mich von Jesus retten. Mhm. Also okay, hilf mir, da rauszukommen, aus dem Konflikt rauszugehen und den nicht mehr weiter auszufechten. Und Paulus sagt das ja, weil wir denken ja manchmal so als Christen, wir müssen alles lösen. Also es muss immer Frieden sein. Und Paulus sagt ja auch an der Stelle, dass er hakt, soweit es an euch liegt, mit allen dann Menschen Frieden. Also der Satz schließt für mich mit ein, dass es doch Menschen geben wird, mit denen wir keinen Frieden haben können. Die uns das nicht zugestehen oder die das nicht wollen. Und dass ich einen Anteil habe an diesem Frieden, ja. Ja. Soweit das möglich ist. Ja. 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 Also kein Kadavergehorsam, sondern wieder so ein feinfühliger Umgang mit dem Alltag oder mit Konflikten. Ja. Ja, ich denke, das war eigentlich jetzt auch ein gutes Schlussstatement. Wir können nicht immer mit allen Frieden haben. Und ein Stück weit liegt es dann auch an uns, stehen lassen zu können, wenn jemand dann doch anderer Meinung ist. Und soweit wir eben Frieden schließen können und es an uns liegt, können wir alle Optionen nutzen. Ja, das war's von uns soweit für diese Woche. Wenn ihr nächste Woche genauso ein angeregtes Gespräch sehen wollt, schickt uns eure Fragen. Bis dann. Bis dann.